Offwild-Schlachthauses befinden, verschwinden Sie sofort. Wir finden ihn. Letzte Warnung. Was ist, wenn ich hier bleiben will? Sucht überall. Ihr wollt also nach mir suchen, hä? Wie wär's, wenn ich nach euch suche? Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Wow! Waren wohl nur Ratten. Die sind so eine Szene kam, hatte ich ja noch nie. Verdammt. Der läuft doch einfach ganz gemütlich weiter, als wenn nichts passiert. Was? Jemand hat mir in den Rücken geschossen? Hm, egal. Muss wohl nur der Wind gewesen sein. Rennen Sie, wenn Sie leben wollen. Rennen Sie! Ja, renn, wenn du leben willst, Forrest. Renn! So, in dich rein teleportiert, du kleiner Käsefurz. Nee, nee, Milchbubi, Milchbubi. Du bist ein Milchbubi. Chicken hat nämlich vorhin Cornflakes gegessen. Mit Milch, ja. Deswegen ist er ein Milchbubi. Das heißt, ich habe den Typen genommen, in den Mixer gesteckt und ihn dann durchpüriert und über meine Cornflakes geschüttet. Yum. Noch wer? Ja, da oben. Den Typen, den ich mit dem Kopf beworfen habe, sind nicht mehr. Obwohl. Ich hatte den mit einer Flasche beworfen. Wieso kann ich noch so viele Granaten einsammeln? Davon Schaden. Ja, weil du einen Schaden hast, Chicken. Alter, Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Billy? Stimmt was nicht, Out? Sie konnten doch töten, ohne zu zwinkern. Es waren sicher Hunderte. Justiziar Timsch lebt im Justizbezirk. Kenn mich dort gut aus. Was ich so höre, liegt Timschs Familie mit sich selbst im Krieg. Fragen Sie seine Nichte Talia. Ich zeig Ihnen am besten den Weg. Gibt heutzutage eine Menge verrückter Reicher, die sich mit Sokolovs Sicherheitstechnik eindecken. Hält Weiner und Plünderer fern. Vielleicht brauchen Sie mich. Ja, vielleicht. Mal schauen. Gehen wir. Gehen wir. Ey, Daud, das hab ich schon gesagt. Klopp bei mir nicht alles nach. Du bist kein Papagei. 44! 44 Gegner, aber nein, ich hatte was 100%! Naja, wenigstens besser als zuvor. Also im niedrigen Chaosfaktor. Naja, egal, bin interessiert. Ach ja, Justizbezirk. Bin gespannt, welche Tarotkarte ich diesmal in seinem Haus ziehen werde. Als junges Mädchen ging Delilah bei einem Bäcker im Dunwall Tower in die Lehre. Jahre später war sie Malerin in Sokolov-Kreisen. Justiziar Arnold Timsch bezahlte sie, um Porträts zu malen. Ihn kannte ich. Ein Edelmann aus reichem Elternhaus. Eine korrupte Schlange, der das Vermögen der solchen Opfer für den Lordregenten eintrieb und dadurch erneut zu Reichtum kam. Aber Justiziar Timsch trug auch eine Privatfehde mit seiner Nichte aus. Es ging um das Familienvermögen. Lurk hatte wahrscheinlich recht. Wir sollten erst mit der Nichte sprechen. Die Fehde mit dem alten Justiziar könnte hilfreich sein.
Ich ließ ihr eine Nachricht zukommen. Und sie behauptete, Dinge über Delilah zu wissen, die niemand kannte. Aber ihr Wissen habe seinen Preis. Ich war nicht überrascht. Und traf sie. Mit einem Stein. Was passiert, wenn ich Talia bewerfe? Ist es deine Mission garantiert dann als gescheitert? Hast du auch gefragt? Ja, ein Kurier. Walöllieferung. Naja. Braucht der Chike nicht unbedingt. Blitzminen, Hörgestaub, Granaten. Irgendwie habe ich gerade totale Lust. Da ist ja so eine Lichtwand, ne? Ich drehe sie einfach um, stelle mich hinter die Lichtwand und die ganzen Feinde rennen dann auf mich zu, werden pulverisiert. Ja. Das wäre doch lustig. Check eine besondere Sadistin. Sadistin, Sadistin, Sadistin. Komm, Herr Bolzen. Ach ja, her damit. Granaten. Explosivbolzen. Ja, ein bisschen hiervon. Granaten habe und so habe ich eigentlich gerade dabei. 5. Blitzmine. Ich kämpfe eigentlich eh nur aus der Entfernung. Nur. Was heißt hier nur? Hauptsache, es gibt keine Upgrades für die Pistole. Keine. 12. Ein bisschen Geld. 13 Pfeile und 13 Münzen. Wow. Unbelievable. Unbelievable. Autsch. Ein toter Meer macht nichts, oder? Talia müsste in der Trevor's Close warten. Einer Gasse hinter der Lichtmauer. Sie erkennen sie an den drei weißen Schädeln. Drei weiße Schädel. Die Lichtmauer oder Talia? Ganz ehrlich, ich habe beim niedrigen Chaos-Talk überhaupt nicht drauf geachtet, ob Talia Schädel hat. Ja, sie hat natürlich einen Schädel, also ne, ihr Kopf. Was, Talia hat drei Köpfe? Ist sie ein Dodri? Ja. Ein Dodri. Ich könnte mit der Flasche da hinten ja später Talia bewerfen. Gegen Levelende, wenn ich dran denke. Um zu gucken, was dann passiert. Ob das dann wirklich Game Over ist. Aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung. Ich meine, es führt ja auch schon zur Entehrung, wenn man auf den Köpfen seiner Verbündeten rumstolziert. Die ganze Stadt. Oh, ich würde dich gerne ins Meer schubsen. Du
Ich wisch eigentlich auch. Obwohl, du stehst da gerade. Er macht Handstand! Schwerkraft, please! Wie ist das möglich? Erklär's mir! Kannst du auch solche lustigen Tricks? Der Geländermörder schlägt wieder. Nö, da kannst du nicht. Kann ich dich nicht mal aus dem Wasser fischen? Für einen neuen Versuch? Echt nicht? Doof. Doof! Interessanter Schatten, den du da wirfst. Ach, die Geländer sind toll. Wird Talia eigentlich gebrutzelt, wenn ich die Mauer umkehre? Was ist der Name? Holen wir erstmal die Rune vielleicht mal, Chicken. Du bist schon wieder viel zu schnell und... Das habe ich doch mit Sicherheit letztes Mal übersehen. Oh weh, Chicken rusht durch. Nein, Chicken, wie kannst du nur? Diabo! Diabo! Rune! Stimmt, ich hatte ja letztes Mal auf niedrigen Grashocker vergessen, die Notiz vorzulesen. Aber hey, steht sowieso nur wie gewünscht. Also von daher kein großer Verlust, Rappi, wo du mich drauf aufmerksam gemacht hast. Aber hey, danke der Nachfrage. Moment, das stimmt irgendwas in deiner Satzführung nicht, Chicken. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Nerv jemand anderen. Echt mal, nerv jemand anderen. Warum? Das Rockwild-Schlachthaus wurde von Staatsfeinden sabotiert. Die Verantwortlichen befinden sich bereits in Gewahrsam. Bleiben Sie dennoch wachsam. Melden Sie verdächtige Aktivitäten umgehend der Stadtwache. Der Rest des Rothwild-Vermögens geht ab sofort in das Eigentum des Lordregenten über. Mieser, dreckiger Abschaum. Ah, diese beschissene, verdammtesten Kackmann. Ja, diese beschissene Stadt, nicht wahr? Das ist doch die letzte Scheiße. Habe ich das richtig gesehen, dass da oben auch was lag? Bäm! Wo bist du? Ich habe nichts gemacht. Und die schalten den Alarm ein. Nimm das! Was ist das? Geschieht hier? Das sind Ratten, da geschieht nichts. Los, Ratten! Lockt sie da durch! Keine Sorge, ich finde dich schon. Ich weiß, dass du hier bist. Noch jemand? Kannst dich nicht ewig verstecken. Ja, komm, noch auf dadurch. Auch auf dadurch. Auf dadurch. Glück gehabt. Ich weiß, dass du hier bist. Aber hey, er sitzt zumindest. Vor allem der Typ sieht doch, dass der da durchgelaufen ist, die andere Wache. Ja, hier muss irgendwo ein Herumtreiber sein. Was ist, wenn die andere Wache der Herumtreiber gewesen ist? Weil, keine Ahnung.
So ein Typ hat einfach eine Uniform gestohlen. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Nein, tust du nicht. Wo ist der andere Kollege hin? Dahinter läuft er.